Das Bentheimer Landschaf gilt als die größte deutsche Heideschafrasse, welche 1864 erstmals erwähnt wurde. Benannt ist sie nach dem Landkreis Grafschaft Bentheim. Das Bentheimer Landschaf entstand durch eine Kreuzung deutscher und holländischer Heideschafrassen und gilt heute als robuste und anspruchslose Schafrasse. Trotzdem gilt das Bentheimer Landschaf als vom Aussterben bedrohte Rasse. Heute wird es nur noch von wenigen Züchtern gehalten. In der Regel kommt das Schaf in der Landschaftspflege zum Einsatz, zum Beispiel um Heidelandschaften vor der Bewaldung zu schützen. Am Bentheimer Landschaf fallen vor allem die dunklen Stellen um die Augen sowie an den Füßen auf. 2005 wurde das Schaf zum Haustier des Jahres gekürt.